Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, kurz DÖW, zitiert aus NS heute, das als neonazistisch eingestuft wird. Küssel spricht darin über FPÖ-Vizekanzler H.C. Strache. Der habe nie an den Wehrsportübungen von Küssels Fapo teilgenommen, so der wegen Wiederbetätigung Verurteilte. Einige Kooperationen hätten parallel zu uns sowas Ähnliches gemacht, aber Strache auch mit dabei. Er selbst habe Strache als 14-Jährigen kennengelernt. Strache hat nie unsere Blutgruppe gehabt, aber im stillen Kämmerlein hat er den großen Nationalsozialisten gespielt, behauptet Küssel. Da gab es einige lustige Auftritte, über die will ich jetzt aber nicht reden. Vielleicht brauchen wir das nochmal, droht er indirekt mit Enthüllungen in Richtung Strache. Der FPÖ-Chef hat in Interviews mit Österreich stets eine Nähe zu Neonazis bestritten. Er sei kein Neonazi gewesen und habe lediglich als Jugendlicher einiges ausprobiert, so der nunmehrige Vizekanzler.